Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Rockaby und The Book of Unwritten Tales 2. Ja, das hat die Umfrage auf Twitter ergeben. Gewünscht wurde dies aus einer Auswahl von Games und jetzt lasse ich mich auch mal überraschen, weil ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Es ist eine Art Point of Click. Deutsches Entwicklerstudio, King Arts aus Bremen, und soll auf jeden Fall gut sein. Schauen wir mal. Drücken wir X und gucken mal in die Einstellungen kurz rein. Sprachlautstärke, Effektlautstärke, Musik, okay, Deutsch, Untertitel. Ja, das übernehmen wir alles. Dann machen wir ein neues Spiel. Lasse die Groschen fallen, okay. In Aventasien herrschte Krieg. Die Allianz der Menschen, Elfen und Zwerge kämpfte gegen die finstere Armee der Schatten. Jahre des Krieges verheerten das Land. Und dennoch, niemand konnte einen Vorteil. Es war zu dieser Zeit tiefster Verzweiflung, als ein alter Archäologe den Aufbewahrungsort des Artefakts des Schicksals entdeckte. Das Artefakt, das jeden Wunsch erfüllen und damit auch den Krieg entscheiden konnte. Für die eine oder die andere Seite. Die Schatten, angeführt vom Hexenmeister Munkus, Sohn der Erzhexe Mortroga, machten Jagd auf das Artefakt. Und sie hätten es als Erste erreicht, wäre da nicht eine Gruppe Helden gewesen, die sich ihnen entgegenstellte. Wilbur, der junge Gnom, der als Erster seiner Sippe zum Magier wurde. Ivo, die mutige Elfenprinzessin aus dem Waldlandreich. Und das Vieh, ein haariges Wesen aus den Nordlanden, Begleiter des Strahlendsten der Helden. Er, Mate Bonnet, der eigentlich den Rest seines Lebens an der Seite der Elfenprinzessin hätte verbringen sollen. Er, der alle Schätze der Welt und sein eigenes Königreich verdient hätte. Er, der aufhören sollte, über sich selbst in der dritten Person zu sprechen und Zeit zu verschwenden. Ja, dann fallen wir vom Himmel. Oder so. Hallo? Halte dich am Felsen fest. Ja, das würde ich ja gerne, wenn ich jetzt... ich schwimme in der Luft. Okay. Gut. Ach, gut, gut. Das ist gut. Und nun? Allerdings kommt der Boden immer noch näher. Okay. Bringt das was, da hochzuklettern? Oh, ist das da oben? Shit! Kann ich da hin? Ich kann da hin. Ein Teil des Stegs. Er hat die Explosion halbwegs überstanden. Gehe den Steg entlang. Ja, machen wir doch glatt. Wenn ich... Was ich... Also hier gibt es sehr viele Dialoge. Ich sag mal, da werde ich laufen lassen und nicht viel dazu kommentieren. Autsch. Mein Hochhannes. Nimm die Öllampe. Oh, ist da Aladdin drin? Na komm, ich würde sie ja nehmen. Kann man die reiben? Wie geht's? Noch geht's. Kann es sein, dass dein Zauber nicht ganz so funktioniert hat wie geplant? Ich habe dir gesagt, dass es da gewisse Risiken gibt. Risiken? Was für Risiken? Nun, Djinn-Magie ist eine komplizierte Sache. Sie ist schwer zu dosieren. Und wenn man lange nicht gezaubert hat, kann schon mal ein klein wenig dabei schief. Zum Beispiel, dass du mich umbringst? Es war ja keine Absicht. Na, das ist ja gut. Alles halb so wild. Jetzt, wo wir Zeit haben, erzähl doch mal von dir. Oh,
Also das Licht der Welt erblickte ich in einer Oase in der Umzu-Wüste. Damals war ich... Bist du bescheuert? Das ist kaum der richtige Zeitpunkt, um in Erinnerungen zu schwelgen. Dann hättest du nicht fragen sollen. Hey, ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen, Benny. Naja, du siehst ja, was letztes Mal passiert ist, als ich gezaubert habe. Zeit, es wieder gut zu machen. Na los. Ach, ich weiß nicht. Am Ende mache ich alles nur noch schlimmer. Ach, ich kann ja auswarten. Halt die Zeit an, kehre die Schwerkraft vom Zauberer verdammt. Halt die Zeit an, kehre die Schwerkraft vom Zauberer verdammt, ja. Ich stürze zusammen mit tonnenschweren Felsbrocken einem äußerst schmerzhaften Ende entgegen. Also, wie solltest du die Situation noch verschlimmern können? Ich könnte die Luft brennen lassen. Oder es könnte hier ganz, ganz doll stinken. Super. Kannst du nicht die Zeit anhalten? Oder Flügel. Verpass mir Flügel. Wie wär's damit? Das ist alles fürchterlich kompliziert. Ich fühle mich heute wirklich nicht danach, Nate. Benny? Ein blöder Flaschengeist. Ich muss den heutigen Tag erstmal verarbeiten. Du holst mich auf der Stelle aus dem Schlamassel, in den du uns gebracht hast, oder... Du sollst nicht mit mir schimpfen. Ich hab's dir gesagt. Benny! Ja. In seinem aktuellen Zustand wird er tatsächlich keine Wunder vollbringen können. Ich muss irgendwas Leichtes finden, das sogar er sich zutraut. Was ist ein fliegender Teppich, oder was ist das da? Nimm den Teppich, sag ich doch. Na komm her, du blöder Teppich. Fliegender Teppich? Ist das zu viel verlangt? Ich rede nicht mit dir. Backe. Du, es tut mir leid, dass ich deine Arbeit kritisiert habe, Benny. Und? Und, dass ich deine Lampe geschüttelt habe und alles. Du hast es nur gut gemeint. Also schön, wie kann ich dir helfen? Teppich. Ein fliegender Teppich. Das ist in der Tat recht einfach, aber... Ich weiß nicht, soll ich es tatsächlich wagen? Oh mein Gott. Ich glaube ja. Oder zu spät. Ja! Ah, da bin ich ja doch noch auf dem Teppich. Was zum... Was ist hier passiert? Ja, ich hab keine... Oh, keine Ahnung. Oh. Wer ist das? Ja, toll. Sorry. Nordic Game Presents. The King Art Games Production. Book of Unwritten Tales 2. Oh, guck mal, wer da ist. Kennen wir den? Willkommen, Abenteurer. Ich bin das Tutorial, Wächter über das Spielprinzip, Erklärer der Steuer. Wally, sag mir, was geht. Benutze den linken Stick, um den Spielcharakter zu bewegen. Schiffe. Gut, ein Schritt. Fährst du an einen Gegenstand heran, so werden dir kontextabhängige Aktionen angezeigt. Fahr mal zum großen Hebel und drücke X. Der Roboter hat den Hebel benutzt, da ihm das logisch erscheint. Gut. Drücke nun Kreis, um den Hebel zu betrachten. Ach, da muss ich ja erstmal mich rumdrehen. Ausgezeichnet. Der Roboter meint, der Hebel sei intakt. Cool. Aber was ist dann defekt? Die Luke dort. Fahre hin und drücke X. Luke? Was für eine Luke? Die Luke. Der kleine Kerl meint, dahinter sei eine komplizierte Mechanik versteckt. Vielleicht liegt da das Problem. Keine Ahnung. Drücke erneut X bei der Luke.
Oh, Zahnräder. Der erste Druck auf X führte zum Betrachten, der zweite zum Benutzen. Warum? Weil nach dem Betrachten für den Spielcharakter das Benutzen zur sinnvollsten Aktion kommt. Okay. Ein einfaches Prinzip. Drücke Kreis, wenn du etwas betrachten möchtest. Drücke X, um zu tun, was der Spielcharakter gerade für sinnvoll hält. Ob die Maschine jetzt wieder läuft? Fahr zum Hebel und drücke X. Was ich mitgekriegt habe, ist, dass man ziemlich genau an die Punkte fahren muss, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Ein neues Problem, wie es scheint. Untersuche mal das Getriebe. Oh. Das war wenig hilfreich. Sammle beide Zahnräder per X ein. Wenn du von einer Position aus mehrere Objekte erreichen kannst, kannst du per rechtem Stick auswählen, mit welchem du interagieren möchtest. Gut. Sehr gut. Aufgenommene Gegenstände landen im Inventar. Dein Inventar öffnest du, indem du Dreieck drückst. Um einen Gegenstand aus dem Inventar zu benutzen, wähle ihn mit X aus und wähle dann den Gegenstand, mit dem du ihn benutzen willst. Benutze eines der Zahnräder aus dem Inventar mit dem Getriebe des Stadtmodells. Oh, klar doch. Hervorragend. Jetzt noch das zweite Zahnrad. Ich bin so frei. Perfekt. Öle das Getriebe lieber noch, bevor du die Maschine wieder einschaltest. Cool, habe ich irgendwo Öl dabei? Ich habe Öl. Ich habe ein Ölkännchen dabei. Das sollte reichen. Schmeiß die Maschine an. Ja, ich hab's. Ja, das ist das mit dem. Warum will der jetzt nicht? Ach so, schmeiß die Maschine an. Blöd, Mann. Ich hab den Hebel nicht gesehen. Ein Game mit Tutorial. Und Fledermäusen an der Schnur. Man kann Gegenstände im Inventar näher untersuchen. Sammle die kaputte Figur und die Werkzeugkiste ein. Danach öffne das Inventar mit Dreieck und untersuche die Werkzeugkiste im Inventar per Kreis. Nee, ich denke, ich soll die Einser haben. Kriege ich die überhaupt? Gut, betrachten kann man sie. Aha, jetzt. So, kann ich mal. Würde ich ja. Werkzeugkiste. Untersuchen. Aha. Wunderbar. Du hast ein paar Gegenstände in der Werkzeugkiste gefunden. Du kannst Gegenstände im Inventar miteinander benutzen, indem du zunächst den ersten Gegenstand mit X auswählst und dann mit dem zweiten Gegenstand benutzt. Okay. Erneut mit X.
Versuche, die Figur im Inventar zu reparieren. Ja, super. Was war das alles, die Figur? Dann nehmen wir mal den. Ne? Und du? Ja, ich habe den ausgewählt. Okay, vielleicht brauchen wir einen Hammer dazu. Nee, auch nicht. Vielleicht bin ich auch nur doof. Würde dann früh anfangen. Aber ich kann ja... Ich habe jetzt den Schraubendreher. Ach, speichern will ich jetzt aber nicht. Ich will auch nicht runterfallen. Okay. Und nochmal. Achso, vielleicht Klebeband an. Vielleicht braucht das Viech auch Klebeband. Na, muss ich den wieder loslassen? Hallo? Ich komme da gar nicht mehr hin. Ah, okay. Ach. Sehr gut. Nun stelle die Figur wieder das Klebeband Platz auf dem Balkon des Schlosses und starte die Maschine. Ich brauchte das Klebeband, naja. Ja, dann wollen wir mal. Achso, dann muss ich ja die hübsche Figur erstmal nehmen. Und da hochstellen. Ja, es ist eine Frage des genauen Überlegens. Okay, Hebel, Hebel, Hebel. Tschüss. Ausgezeichnet, du bist bereit. Bevor ich dich jetzt verlasse, ein letzter Tipp. Drückst du Quadrat, so werden dir alle Gegenstände einer Szene angezeigt. Viel Glück bei deinen Abenteuern in The Book of Unwritten Tales 2. Herzlichen Dank. Ich mache mir Sorgen um dich. Oh, Mama. Was ist mit dir? Es ist alles in Ordnung. Nein, du siehst auch gar nicht gut aus. Dick geradezu. Hey, das sagt man doch nicht. Einer Elfenprinzessin steht es nicht zu, sich Frustspeck anzufuttern. Wenn du so weitermachst, wirst du nicht mehr in das Hochzeitskleid passen. Ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit zu heiraten. Ach, Schätzchen, das hatten wir doch schon. Prinz Lalios wird nächste Woche eintreffen. Du wirst ihn mögen. Hoffentlich. Er ist charmant und sieh mal, er hat ein Bild von sich und seiner Schwester geschickt. Wer von beiden ist die Schwester? Der Elfenadel hat nun mal keine unrasierten Primitivlinge zu bieten. Damit musst du dich abfinden. Ich habe nicht das geringste Interesse an diesem Menschen, nicht mehr. Du bist hier im Herzen des Elfenreichs, im Schoß deiner Familie, wo du hingehörst. Niemand sollte hier traurig, erschöpft oder dick sein. Ich will doch nur dein Bestes, Ivo. Mama geht. So, ich kann hier drücken. Wen kann ich denn bewegen? Niemand gerade. Ja, was ist jetzt, Prinzessin? Sie hat mich eingeschlossen. Oder fragen wir mal. Hast du diesen Prinzen gesehen? Ein Flusself, der aussieht, als würde er sich den ganzen Tag die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Hunderte Jahre soll ich mit jemandem an meiner Seite verbringen, den ich nicht liebe? Ohne mich. Und ob... Sie wird nichts unversucht lassen. Ihr ist doch nichts wichtiger, als mich endlich unter die Haube zu bekommen. Chip, chip.
Oh, ein anderes Cheep-Cheep. So, ich werde jetzt hier mal speichern und wir jetzt zu Ende machen und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und tschüss.